Ich möchte euch eine weitere Tab-Aufbauvariante zeigen, und zwar wie ein C-Frame geht. Das ist eine Tab-Aufbauvariante. Als erstes nimmt man diesen Tab, das ist ja ein 3x3 Meter Tab, und dann schmeißt man den auf den Boden drauf hin. Im nächsten Schritt breitet man den Tab so ein bisschen aus. Genau, ungefähr so. Jetzt nimmt man einen Tracking-Stock und macht den so weit auseinander, bis gar nichts mehr geht. Genau, so wie ich das jetzt mache. Das sieht gut aus. Und das mache ich jetzt mit dem zweiten Tracking-Stock auch. Das ist perfekt. Jetzt nimmt man einen Hering und Paracord. Und dieser Paracord, den spannt man nicht hier an der Ecke, sondern an der zweiten Seite. Genau, da macht man diesen Paracord rein. Und dann nimmt man so einen Tracking-Stock und dann spannt man das hier drüber drauf. Genau, den rappt man auf den Boden, diesen Tracking-Stock, und dann spannt man das hier drauf, auf diesen Tracking-Stock drauf. Genau, und den hier, den spannt man dann auf den Boden drauf. Das wird richtig geil sein. Genau, so sieht das jetzt aus. Dieser Tracking-Stock ist hier jetzt angespannt. Und das mache ich jetzt mit der anderen Seite auch. Jawohl, jetzt sieht das so aus. Im nächsten Schritt nimmt man nicht diese Ecke ganz draußen, sondern einen davor, und zwar diese Ecke. Und den spannt man auch hier auf den Boden drauf, weil dieses Stoff, das braucht man zum Drunterlegen. So quasi als Unterlegplane. Und genau das machen wir mit der anderen Seite auch. So sieht der C-Frame jetzt aus, und ein Schritt fehlt noch, bis das komplett fertig ist. Und genau, das werde ich jetzt machen. Man nimmt ein Paracord und ein Hering und spannt genau diese letzte Seite, also diese Ecke hier ab. Und das spannt man hier so richtig dran. Oh Scheiße, mir ist da ein Hering rausgeflutscht. Ich muss den wieder dran machen. Aber genau, das spannt man hier so dran. Und das hier, das repariere ich mal ganz schnell. Jawohl, so muss das aussehen. Und ich mache jetzt noch die letzte Seite fertig. Ich hasse es, wenn die Heringe rausspringen, wenn ich einen Tab aufbaue. Aber genau, ich werde jetzt den hier auch noch abspannen. Und ich glaube, den hier werde ich auch noch so ein bisschen anders abspannen, damit das schöner aussieht. Mit dem Vordach. Genau, so ist perfekt. Der C-Frame ist gerichtet. Guckt euch diesen C-Frame hier vorne an. Der sieht richtig geil aus. Man hat von hier aus einen Ausblick zum Wald. Und man hat hier so einen kleinen Boden, wo man keine Unterlegplan oder sowas braucht, sondern man kann sich einfach drauflegen. Und man ist so einigermaßen geschützt. Also gut, wenn jetzt starker Wind mit Starkregen kommt, dann ist es scheiße, aber trotzdem ist es richtig chillig. Diese Tarp-Aufbau-Variante ist zu empfehlen. Von mir persönlich. Dann hat man einen richtig geilen Ausblick in den Wald rein. Diese Tab-Aufbau-Variante ist zu empfehlen. Die ist richtig geil. In diesem Video zeige ich euch meine Lieblings-Tab-Aufbau-Variante, wo ich noch nicht mal die offizielle Bezeichnung zu dieser Variante weiß. Ich habe keine Ahnung, deswegen gebt euch diesen Tutorial auch. Das ist lehrreich.